Hallo und damit ein herzliches Willkommen zurück auf dem nächsten wüstigen Planeten Eladan. Wo wir jetzt natürlich da hinten hinfahren und uns die Anomalie anschauen, was mit der Turianischen Arche zu tun hat. Verdammt! Stase-Kapseln der Arche Natanus. Ist noch jemand am Leben? Eine gleichzeitige Analyse sämtlicher Kapseln liefert keine verlässlichen Ergebnisse. Wir sollten sie uns näher ansehen. Okay. Finger weg! Das hat nichts mit euch zu tun. So. Ich registriere keinerlei Lebenszeichen, Pathfinder. Die Kapseln verhindern, dass man die Verwesung riecht. Sam, Masons Profil müsste in der Datenbank der Initiative gespeichert sein. Vergleichen wir es mit den Kapseln. Okay, los geht's. Möglicherweise ein entfernter Verwandter. Keine Übereinstimmung. Ein Turianer, aber nicht ihr Pathfinder. Die hier ist noch aktiv. Diese Person ist zu alt. Das ist nicht Mason Barrow. Die Daten stimmen nicht überein. Die genetische Abweichung ist zu groß. Okay, dann machen wir mal die aktive Kapsel auf. Geh. So. Hilf mir mal, sie zu öffnen. Pathfinder, es sind keine Vitalzeichen vorhanden. Was kannst du mir über die Kapsel sagen? Sam, überprüf die Chronik der Kapsel. Dem letzten Log zufolge wurde diese Stase-Kapsel von der Arche Natanus abgeworfen. Wegen der Geißel? Nein. Der zeitliche Ablauf passt nicht. Der Abwurf dieser Kapsel erfolgte lange, nachdem die Natanus als vermisst gemeldet wurde. Wir sind davon ausgegangen, dass die Arche zerstört wurde. Aber vielleicht irren wir uns ja. Die Crew könnte noch am Leben sein. Und wirft Ballast ab. Wir sollten Avitus informieren. Er wird wissen wollen, was wir entdeckt haben. Avitus über das Com-System ihrer Tempests kontaktieren. Okay. Das ist schon mal gut, dass wir Kapseln gefunden haben. Aber warum wirft sie Ballast ab? Da sind viele Turianer davon gestorben. Ach Mann, das darf nicht wahr sein. So, zerlegen wir das Zeug mal. Ich gehe mal wieder zurück, lieber an Bord. Das ist Nomad. Schnell. So. Puh, das war knapp. Gut, dann ist unser nächstes Ziel. Der Monolith. Denn da war ja ganz in der. Was ist das? Was zum Geier war das? Ich hab mir noch gar nicht eingebildet, oder? Was war das für ein Ding? Da ist irgendwas. Es fühlt sich gut an, wieder festen Boden unter den Füßen zu haben. Fühlen Sie sich nicht schutzlos? Die Ketten sind überall. Ich begegne Ihnen lieber hier unten, als eingesperrt in einer Blechdose da oben. Okay. Sehr, sehr seltsam. Der Monolith. Umweltkontrolle. Temperaturen liegen im akzeptablen Bereich. Lebenserhaltung ist wieder online. Okay, Zeit zum Scannen.
Das Licht an meiner Rüstung leuchtet immer noch. Ach, da oben. Wie gut, dass ich da oben schon mal hinkommen kann. Na komm. Bringen wir diesen Monolith und das Gewölbe zum Aktivieren. So. Zack, zack. Ach, da. Irgendwas. Das ist wahrscheinlich dieses komische Wesen. Das müssten jetzt genügend Glyphen sein. Aktivieren wir die Konsole. So. Oh je, Mini. Das wird ein Spaß. Ich habe keine Ahnung, was ich hier machen soll. Ich muss mich erstmal angucken, weil ich habe zwar so ein Dings hier, aber den will ich gerne nicht verbrauchen dafür. So, wir haben. Ich schaue mir gerade ganz in Ruhe dieses Muster hier an. Dann müsste ich jetzt das hier, das, das hier. Moment, das war falsch. Das, das hier. Dann nochmal das gleiche hier hin. Dann das hier. Das dort. Wie kann die Entwickler auf die Idee, ein Sudoku einzubauen? Nur halt mit Symbolen. Ist natürlich mal abwechslungsreich, aber. Trotzdem, ich habe noch nie so ein Sudoku gelöst. Das letzte Mal war jetzt einfach alles nur Glück. Dass ich das jetzt mal nach den ganzen Symbolen zu ordnen, dass ich es mal geschafft habe. Na Gott, das hier muss dahin. Dann das alte Pro7-Logo. Und das hier. Da müsste es jetzt richtig sein, oder? Richtig. Das war's. Lied 1 aktiviert. Da kommen sie! Wer? Ach so. Oh. Machen? Ach ja, genau, hier. Hier ist so eine komische Anomalie. Na komm. Jack, als ich Ihnen von der Frau erzählt habe, die mir das Herz gebrochen hat, sagten Sie, Sie wüssten, was ich meine. Ja, sagte ich. Und wieso? Hat Ihnen auch mal jemand das Herz gebrochen? Herzen! Organe haben wir. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. In Ordnung. Schon verstanden. Oh.
Was haben wir hier Schönes? Gibt es hier irgendwas zum Aufsammeln? Nein? Okay. So. Nichts von Wert. Na gut. So, was machen wir als nächstes? Da oben, dahin müssen wir. Da, guck mal, da ist schon wieder dieses komische Ding. Was ist das? Das Ding macht mir eine Höllenangst sein. Wahrscheinlich ist das so ein Reliktarchitekt, den wir besiegen müssen. Die Temperatur steigt, Pathfinder. Gute Arbeit! Hä? Was habe ich denn gemacht? Komm schon. Da ist es. Keine Ahnung, was es ist, aber es bewegt sich. Hallo, meine Lieben. So. Wen haben wir denn hier? Wer sind denn hier die Bösen? Sind schon alle tot? Warum das denn? Ich registriere Temperaturen über dem Normalwert. Aber ich bin da im Schatten. Lebenserhaltung ist stabil. So. Huh. Stase-Kapseln. Medizinische Vorräte gefunden. So. Initiative-Panzerung. Zerlegen. Zerlegen. So. Ich brauche unbedingt einen größeren Inventarplatz. So, dann war jetzt hier der nächste Posten. Interessanter Ort, da war ich schon, im interessanten Ort. Alter, der Nomad ist ja Wahnsinn. Der schafft das einfach mal so, die Wand herumzufahren. Aktiviere automatische Errichtung von Aufklärungsposten. Gut gemacht, Sam. Wo muss ich als nächstes hin? Dorthin. In der Region sind Abortzonen verfügbar, Pathfinder. Ich habe sie Ihrem NAV-System hinzugefügt. Das ist also dieses Reliktschiff. Das ist gigantisch groß. Übrigens, ich sterbe tatsächlich. Wie bitte? Sie haben mich vor einer Weile gefragt, wieso jemand am Ende seines Lebens eine solche Reise auf sich nimmt. Ich lebe schon verdammt lange. Ich habe eine Menge Dinge gesehen und weiß, viele werden nicht mehr kommen. Ich schätze, ich will einfach noch mal etwas sehen, das kein Kroganer je zu Gesicht bekommen hat. Das respektiere ich. Es ist mir eine Ehre, an Ihrer Seite zu kämpfen, Drac. Oh. Das beruht auf Gegenseitigkeit. Oh, ihr seid aber lieb zueinander. Ein gigantisches Schiff, alter Falter. Was ich machen kann? Nee, ne?
Wow. Das ist riesig. Alter Falter, warum ist das so riesengroß? Hammer, Hammer, Hammer. Aber ich bin aus anderen Gründen hier. Mehr von Antaraxia. Aber das ist doch kein Raumschiff. Ein Raumschiff, das in der Mitte gespalten ist? Nach so sauber? Wir werden herausfinden, was das für ein Schiff ist. Alle Informationen mitnehmen. Pathfinder, meinen Scans zufolge könnte es sich lohnen, diesen Ort nach angaranischen Artefakten zu durchsuchen. Machen wir das doch mal. Aber ich würde nicht die Geißel berühren. Da haben wir es. Sowas habe ich schon mal gesehen. Könnte angaranisch sein. Dann dürfte es Avela interessieren. Das nehme ich schon mal stark an. So. Das war's. Dann ist jetzt der nächste rebellisch. Da ist der nächste Punkt. Aber erstmal gehen wir mal zu diesem gigantischen Schiff. Das habe ich jetzt ziemlich neugierig gemacht. Was ist das für ein gigantisches Ding hier? Wir werden uns das anschauen. Ihre Enkelin Cash ist also Stationsleiterin auf der Nexus. Ich dachte, alle Korganer hätten sie verlassen. Diese Wichtigtour auf der Nexus hätten liebend gerne gesehen, dass Cash gemeinsam mit uns abgehauen wäre. Aber meine Rushan ist was Besonderes. Sie sorgt dafür, dass die anderen nicht vergessen, was Anstand heißt. Ich registriere in diesem Gebiet erhebliche seismische Aktivitäten. Das Ding ist gewaltig. Ich frage mich, was es wohl zum Absturz gebracht hat. Wollen wir wetten, dass wir auf einen Haufen wütender Relikte stoßen? Yep. Und sie haben vermutlich schlechte Laune. Yep. Das nehme ich auch stark an. Umweltkontrolle. Temperaturen liegen im akzeptablen Bereich. Ich weiß nicht, wie komme ich denn da hin? Haltung ist wieder online. Kann ich da rüber? Ich kann es immer ausprobieren, ne? Vielleicht komme ich ja irgendwie da rüber. Aha. Wir schauen uns das natürlich erstmal in Ruhe hier an. Ich höre Schießerei. Wow. So.
Was haben wir denn da? Damit müssten die Glyphen vollständig sein, Pathfinder. Na, das wäre jetzt mal interessant. Was ich hier auch machen kann, ich weiß es nicht. Aber ich komme hier nicht rein. Ist das hier eventuell das Gewölbe? Könnte es eventuell sein? Wenn das das Gewölbe ist, da aktivieren, da aktivieren, da aktivieren, dann könnte es sein, dass das das Gewölbe ist. Aber ich kann es nicht aktivieren. Ah doch, da ist es noch. Bohrer. Ich kann es nicht aktivieren. Das heißt, wir können ja noch nichts machen. Na, wollen wir jetzt mal schnell Reise machen. Wahrscheinlich ist das das Gewölbe. Kann ich mir gut aus vorstellen. Da ist der Nomad. So. Fahren wir mal dorthin. Wir machen den nächsten Auspost. Ich registriere Temperaturen über dem normalen Wert. Jack, können wir uns über das unterhalten, was Ihre Leute die Genophage nennen? Sie wollen mit mir ganz entspannt über eines der schmerzhaftesten Themen im Leben eines Kroganers plaudern? Ja. Mein Clan ist stärker als die meisten. Und diese Reise, naja, sagen wir einfach, wir arbeiten daran. Die Genophage, ja. Ein wirklich sehr schmerzhaftes Thema. Wahnsinn, wie groß dieses Gebiet hier ist. Ah, da oben. Automatische Protokolle aktiviert. Errichte Aufklärungsposten. Hervorragend. Ja. Und damit gehen wir zum nächsten Ziel. So. Abhauzonen wurden Ihrem Nav-System hinzugefügt, Pathfinder. Die Temperatur steigt, Pathfinder. Bitte nimm mich doch endlich mal Scott. Ich heiße nicht Pathfinder. Das ist unglaublich, dass ich so genannt werde. Pathfinder, Pathfinder. Mein Name ist Pathfinder. Ich begrüße Sie, mein Name ist Pathfinder. Ich heiße Scott Ryder. Mann. Dieses wunderschön, ey. Gibt's hier draußen eigentlich keine richtig großen Bestien? Wir hatten bei uns Dreschlunde. Man musste eine töten, um als Erwachsener zu gelten. Und wenn man es nicht geschafft hat? War man tot. Das klingt, als hätte man sich den Kampf auch sparen und einfach weiterleben können. Wenn Sie das Leben nennen... Lebensformen. Isabel steckt vielleicht in Schwierigkeiten. Gehen wir. Ja, wo denn? Dort? Ja, dort. Hä? Nee, ist doch da lang. Wohin denn jetzt? Hä? Da unten hin. Pathfinder, dieser Kanister ist instabil. Wenn Sie darauf schießen... Pathfinder, an diesem Kanister wurde ein Tracking-Signal angebracht. Wieso? Unbekannt. Das Signal ist deaktiviert. Möglicherweise gibt es in anderen Lagern der Plünderer noch mehr davon.
Autsch. Was war das jetzt? Rettungskapsel. Inferno-Granaten sind unterwegs. Okay, das reicht jetzt. Wer auch immer sie sind, das waren meine Leute, die sie da getötet haben. Sie kommen hier rein. Gesetzlos, ich will mit ihnen reden. War das Isabel? Offensichtlich. Na toll. Sie gilt nicht als Vermisst. Temperaturen liegen im Normalbereich, Pathfinder. Er hat sich das Leben ausgesucht. Lebenserhaltung wiederhergestellt. Da ist diese Isabel. So, so. Sie sind also von der Nexus. Das hätte ich mir ja denken können. Und nur damit Sie es wissen, ich verkaufe aus Prinzip nicht an Ihresgleichen. Falls Sie Isabel sind, Ihr Bruder schickt mich. Kent? Warum? Er will, dass Sie mit ihm nach Kedera zurückkehren. Tja, Sie können ihm ausrichten, dass ich nirgendwo hingehen werde. Auf der Nexus war ich die Assistentin eines Händlers. Auf Kedera habe ich Botengänge gemacht. Jetzt versorge ich die mächtigsten Gangbosse auf ihr Laden mit Waffen. Ich genieße Vorteile und erhalte Schutz. Niemand würde es wagen, mich auch nur anzurühren. Ich bekomme endlich den Respekt, den ich verdiene. Und das Beste daran ist, ich muss mich nicht mit irgendwelchen Nexus-Arschkriechern unterhalten. Abgesehen von jetzt gerade natürlich. Ich werde Kent einfach sagen, dass er seine Zeit verschwendet. Sehr schön, dann sind wir uns ja einig. Und jetzt verschwinden Sie aus meinem Lager. Nö. Wenn du schon so fragst, ich gucke mich noch hier um. Ich verstehe das echt nicht. Ich bin jede Folge, in der ich mich hier wundere, warum mir Exilanten und Verbannte sich den Nexus abschwören. Das verstehe ich nicht. Ich verstehe es echt nicht. Weil, überlegen wir mal. Als eine Einheit, als vier Archen hergereist, um eine neue Heimat aufzubauen. Und dann kommen da Splittergruppen und sagen, nö, wir wollen unser eigenes Leben führen. Dann hätte man sich der Initiative auch nicht anschließen können, sondern da hätte man sich auch den Blue Suns, den Black Pack und den anderen Idioten anschließen können. Aber dass man hier einfach so sagt, nö, ich will nicht. Ich mach mein eigenes Ding, das ist so blöd, ey. Das ist extrem blöd. Ich bin eigentlich mehr als enttäuscht. Von der ganzen Initiative. So. Wohin muss ich? Da lang. Na komm. Pathfinder, dieser Gesetzlose starb an einer hochgradig ansteckenden Krankheit. Wir dürfen nicht zulassen, dass sich das auf unsere Leute ausbreitet. Können wir die Quelle finden? Möglicherweise, falls ich mehr Daten erhalte. Okay. Was ist das denn? Ich komme da nicht durch. Was ist das denn für eine Quest hier? Zerlegen. Ich komme da nicht hin. Ich kann das Ding nicht scannen, weil
Was ist hinter der Erde? Seltsam. Das ist extrem seltsam. Ich kann das Ding nicht scannen da unter der Erde. Was ist jetzt mit, obwohl... Ja, aber hier, ich muss dieses Ding scannen. Aha, jetzt ging es auf einmal. Aber ich kann hier nicht scannen. Oh, was war das denn jetzt? So, da ist der nächste Außenposten. Was ist so lustig? Ich habe mich nur gerade an einen Witz erinnert. Sie würden ihn nicht verstehen. Versuchen Sie es mal. Ich will ja dazulernen. Klopf, klopf. Wer ist da? Begriff stutzig. Ein Elkor. Der ist grauenhaft. Ich nehme an, eine Erklärung würde ihn auch nicht verständlicher machen. Dafür müsstest du die Elkor kennen, Jarl. Okay, was haben wir hier? Ein nächstes Gewölbe, ne, Monolith. Wow, der Planet ist ganz schön riesig. Wir haben schon fast alles aufgedeckt hier. Das ist super. Aber wie dem auch sei, ich mache jetzt an der Stelle Schluss. Bleibt mir gewogen und bis morgen. Ciao.